Darf ich Sie fragen, waren Sie bei der heutigen Protestaktion auch mit dabei? Nein, heute war ich nicht dabei, das war eine andere Gruppe. Es gibt mittlerweile so viele Gruppen, die aktiv sind, dass fast ständig Aktionen stattfinden. Da kann man gar nicht mehr überall dabei sein. Sie haben ja auch für die Zukunft viele Aktionen geplant. Ist es auch so, dass man sich innerhalb der Gruppen oder unter den Gruppen austauscht oder fährt da jeder wirklich seine eigenen Protestaktionen? Wir tauschen uns aus, wir lernen voneinander, wir arbeiten zusammen. Die Klimagerechtigkeitsbewegung hat sich vernetzt in den letzten Monaten. Wir werden immer mehr, wir werden immer stärker und deswegen finden derzeit auch so viele Aktionen statt. Am Samstag waren ja viele Aktivistinnen und Aktivisten auch an dieser Protestaktion beteiligt. Es hat auch um einiges länger gedauert und vor allem wurde der Verkehr länger blockiert. Was haben denn Sie für Rückmeldungen bekommen zu dieser Aktion? Ganz viele Menschen haben auch unser Aktionsbild sehr schön gefunden. Wir haben da auch wirklich sehr plastisch dargestellt, worum es da geht. Also Frauen mit nacktem Oberkörper auf Ölfässern, Menschen, die sich an Ölfässer ketten, um zu zeigen, es kann so nicht weitergehen. Wir sind abhängig von diesen fossilen Energien, die uns gerade Kopf und Kragen kosten. Und auch wirklich Stopp zu sagen. Und sehr, sehr viele Menschen finden auch dieses Bild beeindruckend und sprechen uns darauf an. Und wir merken einfach, ganz viele fühlen sich berührt und denken sich, ja, es kann so nicht weitergehen. Und wir werden immer mehr. Menschen schließen sich uns an, machen mit, wollen dabei sein. Am 25., das ist der Mittwoch, haben wir schon die nächste sehr, sehr große Aktion geplant gegen den Bau der Stadtautobahn. Und am 28. wird eben eine sehr große Demo stattfinden. Das ist auch der Parteitag der SPÖ, wo es an der SPÖ liegt, sich zu entscheiden. Wollen wir Politik für eine klimagerechte Zukunft machen oder wollen wir Politik für die Profite von Großkonzernen und der Baulobby machen? Und daher werden wir am 28. Mai zu Tausenden auf die Straße gehen, werden demonstrieren, um der SPÖ zu signalisieren, wir wollen Klimagerechtigkeit. Können Sie uns schon bekannt geben, wo und wann genau diese Demonstration starten möchte für alle Zuseherinnen und Zuseher, die sich vielleicht anschließen wollen? Ja, sehr gern. Die Demonstration startet am 28. Mai, das ist der Samstag, um 12 Uhr am Schwedenplatz. 12 Uhr am Schwedenplatz, wir werden nicht zu überhören sein, wir werden viele sein, wir werden laut sein, seid dabei. Jetzt hat gestern auch der Bundespräsident Alexander Van der Bellen tatsächlich auch seine Kandidatur für den Herbst bestätigt. Was sagen Sie zu diesem Bundespräsidenten? Fühlen Sie sich genug gehört oder würden Sie sagen, dass Sie da durchaus Kritikpunkte finden? Wir fühlen uns von der Politik, wie sie derzeit gemacht wird, überhaupt nicht gehört. Es wird immer wieder, es kommt zu Lippenbekenntnissen, es wird gesagt, ja, Klimaschutz ist wichtig, es wird gesagt, sozial gerechte Klimapolitik ist wichtig, de facto passiert das nicht. Deswegen protestieren wir ja auch, deswegen sind wir so viele, die auf die Straße gehen, weil wir sagen, es kann so nicht weitergehen. Und da geht es gar nicht um einzelne Personen oder einzelne Personalentscheidungen, sondern da geht es wirklich darum, dass wir einen Bewusstseinswandel brauchen. Wir brauchen jetzt einen anderen Modus der Politik, der diese Krise als Krise ernst nimmt und dafür sorgt, dass wir in Zukunft eine klimagerechte und sozialgerechte Stadtentwicklung und auch Entwicklung am Land haben. Gerade Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, sie hat immer wieder auch darauf gepocht, dass jetzt auch die Ökosozialsteuer kommt. Immer wieder heißt es auch, dass man in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral werden möchte. Sehen Sie sich da auf diesem Weg tatsächlich, sind wir dort oder fehlt da noch einiges dazu? Also wenn man sich die Statistiken anschaut, wenn man sich anschaut, wie die Emissionen sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben, dann muss man sagen, wir sind ja leider noch nicht auf einem guten Weg. Wir sind weit davon entfernt, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Wir sind weit davon entfernt, unsere Emissionen wirklich abzusenken. Also es wird ganz viel versprochen, es wird ganz viel Marketing gemacht zu dem Thema, aber die Emissionen steigen und steigen und steigen. Und solange da keine Trendwende eingeleitet ist und solange es da nicht wirklich runtergeht mit den Emissionen, werden wir weiter protestieren. Wir hatten vorher auch gerade Caroline Turner im Interview. Sie hat auch immer wieder angesprochen, dass die Medien viel zu wenig darüber berichten, was sich tatsächlich klimatechnisch tut. Sehen Sie das auch so? Was halt oft in den Hintergrund gerät, sind die Folgen für die Menschen. Also es geht hier ja nicht nur darum, dass Ökosysteme zerstört werden. Es geht darum, dass Lebensräume von Menschen zerstört werden. Es geht darum, dass ganz, ganz viele Milliarden Menschen zur Flucht gezwungen sein werden, weil ihre Lebensgrundlage nicht mehr da ist. Weil Äcker versteppen, weil der Regenwald versteppen wird, weil es Dürren gibt und weil es Überschwemmungen gibt. Und
Darunter leiden Menschen jetzt schon in Indien und Bangladesch und darunter werden auch wir leiden. Und darum geht es. Und das ist meiner Meinung nach oft viel zu wenig berücksichtigt. Es geht hier um Menschenleben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt entschlossen handeln.